السلام عليكم خويا تلو. وعليكم السلام مالك. Wie geht's mein Bruder, alles klar? Wie geht's mein Bruder? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Big Low auf dem Bloody Vision Kanal. Salam alaikum. Was geht ab? Wie geht's dir, alles gut? Wallah, alhamdulillah, wie geht's dir, alles gut? Wallah, Sahafa, ich bin lange mal am Sack, ey. Warum das denn? Ich bin so hell, ich bin wie so eine Glühbirne, wallah, wenn ich rumlaufe. Ja, aber das ist gut, Bruder. Falls du kein Licht hast, weißt du wenigstens, wie du nach Hause kommst. Meine Mutter sagt, du siehst aus wie ein Tiger. Ich weiß nicht, wie die darauf kommt. Und was sagt ihr eigentlich zu der Haarfarbe? Hab ich gar nicht gefragt letzte Folge, ne? Ja, das stimmt. Wie findet ihr eigentlich jetzt diese Frisur so? Denkt ihr, ich bin jetzt Big Do? Bleib ich Big Mo? Nein, du bleibst Big Do. Weißt du, was ich gefühlt habe letztes Mal? Was denn? Ganz kurz. Vielleicht können wir das Thema auch heute anstoßen. Welches denn? Weißt du noch, wo wir über die Fahrt nach Marokko geredet haben? Ja, die das kam war ja echt eigentlich ausschließlich nur die Fahrt. Ja, die kam echt gut an, ne? Maximal. Ja. Jetzt habe ich eine neue Frage. Wenn du das fühlst, können wir das gerne machen. Was denn? Mein wunderschöner Bruder, Ayub. Khoya al-Habib Zindiali. Mein Bruder. Du bist auch mein bist Bruder. Bist du mein Bruder? Ja, das, wir sind Brüder. Ich würde sagen, so der Urlaub in Marokko mit der Zeit. Ich, was hast du gefühlt? Wie war es? Was jetzt? So, ja. So. Find ich, also ich finde es. Also wie der Urlaub da in Marokko war, meinst du? Ja, in. Keine Fahrt mehr. In Marokko. Kifesh, Kifesh. Also dieses, wie du lebst, wie du chillst. Wie du lebst, wie du stehst, wie du dich bewegst. Magisch, magisch. Du bist so magisch. Du, ich weiß auch, was gib mich mir noch ein bisschen mehr. Magisch, magisch. Nein, so. Ja, das stimmt schon. Weißt du, also, was ich meine? Findest du cool? Ja, also an den ersten Moment, an was ich direkt denke, Marokko. Wenn du in Marokko gerade ankommst, bei mir ist das zum Beispiel Knetra, an die Knetrien. Schreib dir drunter, du sitzt gerade in einem Café. Du siehst direkt einen mit Anzug, er hat seinen Fuß. Nein, 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 nicht das. Was? Hol die Angel zurück. Du kommst an zu Hause. Ja. Alleine oder ist Familie dann schon da bei euch zu Hause? Nee, alleine dann. Alleine, alleine? Ja. Alleine, alleine? Alleine, alleine. Alleine, allein. Alleine, allein. Allein. Ist da keiner? Wir sind allein. Ist da keiner so, der Läscher vorbereitet oder so, auf euch wacht. Doch, auf dann den. Haben wir zum Beispiel eine Haushälterin. Okay, aber ihr habt ja auch Familie in Marokko. Ja, aber 90% lebt hier in Deutschland. Ach krass. Ja, bei mir ist das wirklich anders. Bei mir ist nicht, zum Beispiel meine Großmütter wohnen beide hier in Deutschland. Krass. Ja, ja. So ganz Familie. Vielleicht habe ich zwei, drei Tanten, nicht mal. Ich habe eine Tante in Marokko, glaube ich. Das ist krass. Bei mir, wir kommen an, ne? Mhm. Familie ist da am Warten, ne? Egal wann du ankommst, 2, 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts, ne? Ja. Für Fächer, die stehen nicht auf, aber die warten auf Geschenke, dass du, rein. dass du auf Geschenke reinkommst, ne? Ja. Du kommst gerade rein, die begrüßen dich und den Koffer auch, das hat keine Hände, ne? Ja, ich weiß. Der Koffer. Die kennen schon diese Kombination 000. Weißt du, wie gut die auf den Koffer aufpassen, wie ihr Baby, ne? Ja, wallah. Alle natürlich gesagt, gib her, ich nehme deine Tasche, yeah. Und danach diese Tasche hat eigene Platz, und auf seinen Platz ein AirTag lassen, ne? Der, ja, trinkt gar nicht, Koffer trinkt nicht. Aber der ist für den da gemacht. Mit Fay liegt da alles. Und dann, das Krasse ist, dieser Anfang generell. Die warten, die gucken dich alle so an. Die schlafen, ich muss den Koffer aufmachen, ne? Ja, wallah. Und wenn du danach dir sagst, ey, wachtal gadan hilusikan, ne? Morgen machen wir jetzt die Taschen auf. Oh, die flippen, ne? Die wollen ganze Nacht nicht schlafen. Dann machen die das. Oh, hinter Pyjama, also, kannst du Schlafanzug? Lebst du hier im Pyjama? Er liegt hier im Pyjama oder Wello? Weil, das ist schlimm. Und dann der nächste Tag geht ab. Koffer aufmachen. Also, Bruder, ich sag dir wirklich, ja, und wenn du dann ankommst, der erste Tag, du stehst auf. Du gehst frühstücken draußen, da zahlst du keine 10 Euro. Weil das war ja auch Thema. Warum sagt er, 10 Euro kosten Frühstück? Die haben es auf die Goldwaage gelegt. Aber was kostet denn Frühstück? Marokko, wenn du gut frühstückst. Guck mal, ich sag dir. Ich sage, komm drauf an, wo du bist, ne? Knetra, ja, war für mich immer teurer als Oujda zum Beispiel. Ja. So, wie gesagt, ich bin ja halb-halb. Und bei Knetra, ich schwöre dir, du kriegst ein gutes Frühstück nicht unter 5, 6 Euro. Ich finde auch, also, also man kann jetzt auch kein Frühstück an Sedia, der Promenade, vergleichen, ja, mit einem Frühstück in Birken, in der Stadt. Ja, die Leute verwechseln, die sagen, ja, es gibt Frühstück für 20 Dirham. Ja, gibt's. Aber wenn du eine halbe Simna willst und einen kleinen Atei, ja, dann hast, ja, du gefrühstückt. Stimmt, stimmt. Aber wir reden ja von Urlaub. Du gönnst dir. Und wenn, ja, du dir gönnst, richtig, dann finde ich das schon wichtig, dass du halt viel um dich herum hast, Auswahl. Ja, sehe ich genauso. Ne? Ja, und dann kostet dich das mindestens 5 Euro, 6 Euro. Wer was anderes sagt, Freunde, bitte schickt mir, wo man das holen kann. Ich will auch. Tanabretna kommt 2 Euro. Ja, wallah. Also verstehe ich nicht. Dann kostet dich dreimal. Aber, wie gesagt, respektieren wir natürlich. Nein, nein, safe. Jeder, weißt du nicht, wo der wohnt? Ja, vielleicht wohnt er in Nur oder so. Vielleicht wohnt er in Nur-Zer-Zeit oder so. Die Ecken sind auch vielleicht manchmal ein bisschen günstiger. Man weiß nicht. Ja. Khair, inshallah. Khair, inshallah. Inshallah. Auf jeden Fall, ja, Bruder, das erste Problem, wenn du immer ankommst in Marokko, alhamdulillah, wenn du mit dem Auto fährst, haben wir ja schon besprochen, ja, gehabt,
Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel fliegst, ne? Damit du ein Auto mietest, mhm. Bruder, die Preise sind unheimlich. Unter 30 Euro findest du gar nichts mehr. Am Tag, ne? Ja, 30 Euro Tag. Und dann kommt einer, krass. Ganz ehrlich, der gibt dir den komplett auf Reserve. Geh erst mal tanken, bevor du einmal kommst, sagst du es in Marokko. So. Du schiebst ihn auf der Tankstelle. Ja, aber Bruder, das ist ein schönes Erlebnis. Ne? Du stehst auf, du hast deine Ruhe, Familie. Ne? Ich finde sogar die Hitze, du vergisst die, sobald du das Land verlässt. Ne? Ja. Du denkst gar nicht mehr an diese, boah, kann... Weißt ich meine? Hast du auch nicht. Du denkst nur an diese schönen Sachen. Wenn du auch darüber nachdenkst, in Marokko hast du eine andere Hitzevorstellung wie in Deutschland. Ja, ne? Die ist nicht so trocken. Boah, in Deutschland, diese Luftfeuchtigkeit ist so... Die nimmt dir den letzten Nerv, ey. Ja, Bruder, du hast gar keine Lust auf... Und erst recht, weil du dann kein Strand oder so, sag ich mal, hast außerhalb. Ne? Ja. Auch wenn es zu heiß ist, gehst du ans Meer, da ist maximal kühler, also kühler auch. Ist ja auch so, ist ja auch was so. Was dein... Worauf, wenn du jetzt an Marokko denkst, ne, so da, so ein bisschen jüngere Zeit, ja. Ne, jetzt auch, aber sagen wir ein bisschen zurück. Worauf würdest du dich am meisten freuen? Also woran denkst du, boah, das war echt geil, diese Tage oder so? In Marokko immer das erste, was ich gemacht habe, wenn ich angekommen bin, einen Tag später Hammam. Krass, okay. Hammam, Kiesa, boah, Bruder, zack, zack, zack. Hat einer gereicht? Eine Kiesa? Nein, ein Mann. Ja, normal. Normal hat einer gereicht. Bei dir zwei, einer oben, einer unten, ne? Nein, also diese Kiesa, ordentlich reingehauen. Patsch, 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 wulla. Du kamst raus wie ein Überraschungsei, ne? Plupp, warst wieder draus. Kam ein Geschenk raus? Nein, du warst das Geschenk. War stark. Geschenk, mein Bruder. Worauf ich mich mal gefreut habe, Max, ich habe immer mal so einen Nachbarnjungen gewählt. Ja. Immer den linken oder den rechten. Mohammed oder Hussam. Einer von beiden immer, ne? Kommt drauf an, wer war korrekt zum ersten Moment. Ja, ja. Der war ganz Urlaub mit mir. Alles habe ich für den bezahlt, alles, ne? Und diese Abende immer, das Geile war immer gegenüber von meinem Haus. Sitzen. Nachts. Boah, das war echt schön, ne? Urlaub. Bis deine Mutter dich ruft, Safi. Klar, ja, Ladar, sofort. Wallah, das war so schön. Gin-Stories, lachen, bisschen ringen, Pippa bis tot. Da war so viel Pippa, du kannst schwimmen, du kannst Schneemann machen. Ja, Wallah, das war richtig. Und war auch günstig. Du sagst, den gib mir für 5 Dirham Zerria. Bruder, der gibt dir ein Zeitungspapier, das ist so groß wie Schultüte früher. Erste Klasse. Trinken hier Cola, du gehst eine Hawaii zu der anderen ballern. Weißt du, was das Lustige immer war? Mhm. Wenn unsere Eltern, wenn die kein Deutsch kennen, ne? Und in Marokko, damit die anderen das nicht verstehen, mit dir Deutsch geredet haben. Oh mein Gott. Wallah. Die dachten in Englisch, ne? Ja, die machen dir so. Also, Islo, komm hoch. Du denkst dir, was ist das denn? Ah, du kennst kein Deutsch mehr? Oder, ja. Sprechen mit mir. Nicht verstehen alles. Hey! Wallah, ja. Boah, das sind die geilsten Momente. Damit die auch sich beweisen können, dann haben wir in Deutsch. Unsere Eltern tun einen auf Ohren, die sind die Deutsch-Experten. Und dann sagt sie dann, ja. Bruder, ich hab meine Oma, wallah, in Deutschland redet die kein Wort Deutsch. Die sagt, übersetzt alles. Beim Arzt übersetzt, da übersetzt. In Marokko, Bruder, die ist Deutschlehrerin, ne? Kannst du machen? Kannst du holen? Wallah. Wo ich das erste Mal war, ganz kurz geil, ey, oder Hammer. Das stimmt, Max. Wo ich das erste Mal Butter holen musste, ne? Boah. Ich kannte von Deutschland keine Butter. Ich hatte Angst, dass das platzt, ne? Ich bin im Hörsaal mitgegangen. Ich sag, ich nicht steh da. Bruder, ich hab die Leute geschickt wie Laufburschen, ne? Ich hatte 20 Dirham, ich hab gedacht, das ist eine Mille, ja, ne? Die waren ja auch, die waren auch günstig, deine Nachbarskinder, ne? Ja. Kostenlos. Ja, die haben halt alles getan, weil du hast die auch miternährt. Aber ich sag dir ehrlich, das Schöne war immer, als du reingefahren bist, die haben sich mehr gefreut als deine Familie. Ja, wallah, ja. Und die schreiben dir auf Facebook, Salam Kifk. Ja, die schreiben nur Salam und dann Sava mit CV. Ja, wallah. CV und dann schreibst du den Kerak der Khoi und dann schreibt der H, 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 H. Ja, nur ein H ohne das A. Und, oder damals war auch mal, ich hatte so einen Nachbarsjungen, wir haben uns um den gekümmert, muss gehen. Meine Mutter hat dir jedes Jahr Schulsachen geschickt. Hefte, dies, das. Und dann haben wir, ein Jahr haben wir das vergessen, so nach 40 Jahren, das haben wir vergessen. Schreibt er mir, Salam, Khoya, Washin Sit, Hwaj del Mdraza, hast vergessen, Schulsachen. Das wäre das Pflicht, ne? Und ich dachte, ich bin sein Vater, ne? Ja, das glaube ich dir, oder? Ich dachte schon, der hat Antrag abgegeben bei AG, ich muss ihn ja 70 Euro überweisen. Guck mal, aber jetzt gehen wir mal von dem Thema weg, was unsere Ecken angeht. Mhm. Wo warst du in Marokko und wo hast du dich am wohlsten gefühlt? Außer halt in Birkan. In deiner Stadt, wie du schon erzählt hast in der letzten Folge. Ja, ich fand, also ich bin ja gebürtiger, aus Birken, ne? Ja. Ich habe auch Familie in El Hosima, die wohnen noch da.
Ich finde Hosima wirklich sehr schön. Ja. Und respektvoll. Ja. Wirklich respektvoll. Ohne Spaß. Ich finde Hosima und Ujda, so, das sind so die zwei Ecken, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. In Serbien habe ich halt viele Freunde, mhm, aus Deutschland auch, da war ich auch oft schon. Wo ich mich gar nicht wohl gefühlt habe, war so ein bisschen Nador, aber das ist auch lange her. Ja. In Rabat war mir ein bisschen europäisch. Ja. Da kam ich nicht so mit zurecht. Aber wo ich mich wirklich wohl gefühlt habe, muss ich ehrlich sagen, war Hosima. Also Bruder, ich sag für mich, wo ich mich am wohlsten fühle... Ich war auch schon in Meknes, ich sag, ich war locker 6-7 Städte, ne? Ja. Wo ich mich am wohlsten fühle, ist Martil, die Ecke. Also Shamel, Obtanja, Martil, Schwschauen, da fühle ich mich am wohlsten. Bist du ein Mardelli? Ich bin kein Mardelli, aber ich mag Martil, genau. Also ich finde das da schön. Ich finde die Ecke da unnormal schön. Mhm. Ist übertrieben sauber, übertrieben liebe Menschen. Du hast keine Kopfschmerzen. Du fühlst dich wie in Europa, nur halt auf Marokkanisch. Will ich nicht. Ich will das. Dann bleib doch hier. Ich finde das schön. Nein, eben nicht. Du hast es ja Marokkanisch. Nee, da ist es halt nicht der Fall. Da ist es wirklich Marokko wie Marokko. Das will ich nicht so unbedingt. Ich will wirklich ein schönes Marokko für mich. Mhm. So, ich mag das halt ruhiger, schöner, sauberer. Straßenverkehr ist perfekt. Du hast nicht dieses, wie in Casa meistens, wenn wir schon über die Städte reden. Ich kenne mich ja, sag ich mal, ein bisschen aus, wo du eine dreispurige Autobahn hast, die zu fünfspurig wird. Das, die hauen sich alle dazwischen und das hast du in Shamel gar nicht, in Tanja, Martil und so die Ecke. War ich noch nie. Tanja war ich kurz, 2 Tage oder so. Also wie gesagt, könnte ich dir nur empfehlen. Kann ich nicht darüber reden. Aber ich finde, ehrlich jetzt, also Hosima ist halt klein. Ja, ne? Aber schön war ich auch. Ist auch MSC und so, ne? Ja. Aber ich finde auch, viele sagen, die sind da rassistisch und so, finde ich gar nicht. Nee, finde ich also, auch find nicht. Sehr korrekt auch, also ja, sehr, sehr schön. Also Weltklasse-Arbeit gleich auch schön gemacht worden. Ja. Da ist so ein Park, da kommt, da habe ich das erste Mal sowas gesehen, nicht in Deutschland, das habe ich nicht in Deutschland gesehen. Da kommt so, so Wasser aus Boden mit Licht. Okay. Das ich erst mal, ich weiß nicht, wo du in Deutschland lebst. Ja, aber boah, ich rede doch schon vor ein bisschen länger her. Ach so, okay, ich dachte nicht, jetzt ja, aktuell. Nein, Mann. Weil jetzt aktuell hast du es an zu Hause aus meinem Duschkopf kommt Licht drauf. Ja, das meine ich, ja. Nein, ich meine, du hast es erst mal da gesehen. Ich finde aber auch immer so, wo du wohnst, fühlst du dich immer am wohlsten in Marokko. Also ich war jetzt auch schon so ein paar Tage in Tanja, 2-3 Tage oder so, ne? Ja. Natürlich, man hat da ein bisschen Party gemacht und so, kann man da halt am besten machen, aber ja, europäisch. Ist ja auch wirklich, also ich finde Tanja ist, ich habe jetzt auch ein paar Bilder bekommen und so, ne? Tanja ist Mabea. Für die Marokkaner, stimmt. Ja, schon. Für die marokkanische Mabea. Ist auch so. Oder also krass. Tanja ist wirklich sehr, 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 sehr europäisch. Das ist sehr Max. Europäisch. Und für die Leute, die aus Shamel kommen oder danach aus Al-Gharb, ne, also Rabat, Qnitra und so weiter, die Ecke, Fes, Meknes, die nehmen zum Beispiel auch, das ist ja immer das Interessante mit der Fähre, ne? Zum Beispiel Sahab Tanja, Qnitra, Rabat, Meknes, Fes, nehmen die von Al-Jaziras, ne, also Al-Khuzirat, nach Tanja. 25 Minuten ist für uns. Für euch, du musst von Almeria, ne, nach Nador oder nach Mlilia nehmen. 6 Stunden, 6,5 Stunden. So, das ist voll der Unterschied, ne? Aber halt, du sparst dir den Weg. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Ujda fahren willst und du nimmst von Tanja, hast du 6 Stunden mit dem Auto. Ob du jetzt 6 Stunden mit dem Auto fährst, deine Kilometer kaputt machst, oder ob du mit der Bahn fährst, mit dem Boot. Bahn. Aber hast du auch so von Marokko Aufenthalt Schattenseiten? Inwiefern? Wo du sagst, ach, jedes Jahr das Gleiche. Gefällt mir gar nicht. In Marokko? Der Unterschied zwischen Deutschland und Marokko ist für mich ein sehr, sehr, sehr wichtiger. Der dir in der ersten Woche noch lustig ist, aber danach nicht mehr. Das Wort halten, die Zeit. Der sagt zu dir, Abelatheonji, Wallah Metalka, du wirst ihn nicht finden. Dieses, ich komm gleich, halbe Stunde, 45 Minuten maximal. Wallah Lelkaito, der kommt nicht. Der wird nicht da sein. Deutschland, der sagt dir, 8 Uhr Arbeitsbeginn, 8 Uhr, der ist da. Ja, der ist vorher da, der ist 7.30 Uhr da und entschuldigt sich, dass er nur eine halbe Stunde zu früh ist. Ja, das stimmt. Ein Marokkaner, der hat 8 Uhr Öffnungszeit, 11 Uhr macht er auf mit Atay in Hand und sagt, hey, Atay, Atay, wie früh du kommst. So, der gibt dir Schuld. Oder ich schuhe Ali an, so ich weiß es nicht. Oder nicht, ich arbeite nur für dich. Was mich nervt, was ich auch gehört habe, dass das verstärkt immer wächst, sind die Fake-Bettler. Ja, Organisationen, ne, gibt's schon für Betteln, Urlaub. Das ist so krass. Also bei uns war das einmal so, ich erinnere mich, das war in Ujda. Ja. Da waren wir einkaufen in Zürich mit meinem Onkel. Und da war ein Mann, wir haben den halt was gegeben, ne? Der hat halt kein Bein gehabt. 3 Stunden später haben wir den bei Bankscheibe gesehen, der hat Geld gewechselt, der hat beide Beine gehabt. Ja, ist auch so. Es gibt's leider.
Der hat so leider eine Tüte Geld abgegeben. Ja, leider ist es so. Also es gibt das jetzt für die auch Arbeit geworden. Beide Beine, das war, meine Mutter hat geweint, ne? Meine Mutter war so schockiert. Meine Mutter hat gesagt, ab dem Tag meinem Kaschen, ich gebe keinem mehr Geld. Ja. Wer Hunger hat, ich kaufe den direkt da irgendwo, aber stimmt, ich gebe kein Geld mehr. Und guck mal, das finde ich ja das Traurige, weil es so einen Menschen gibt, tarram ala kulche, ne? So, du wirst, wegen denen hast du keine Lust mehr, gar keinen mehr zu helfen. Wegen genau so welchen Leuten. Aber auch viel Geld gibt es Organisationen auch, ne? Die arbeiten das ganze Jahr nicht. Hauptsaison von Marokko Urlauber, betteln die durch und das reicht ganz viel. Ja, ist auch so. Alle Leute haben Häuser gekauft, Bruder. Jeder kennt das, Freunde, seid ehrlich, in eure Städte gibt es mindestens 2-3 Stück, die man kennt. Wenn du lange im Urlaub bist, Bruder, ja, kennst. Ich finde auch, das ist die einzige, wo ich sage, okay, das fuckt mich an Marokko ab. Sonst, wir haben ein wunderschönes Land. Ja. Wir haben wunderschön viel zu sehen. Ja. Es gibt Ecken, die ich jetzt erst von TikTok sehe, manchmal so. Dichla und so, ja, ne? Ist krass. Dichla ist sehr, sehr, sehr schön. Du denkst gar nicht, dass du Marokko bist. Das ist krass. Efren Schneid. Also, weißt du, was ich meine? Efren Schneid und Bruder, bei dir ist 35 Grad. Ich finde auch so nordafrikanische Länder so Max. Die sind wirklich schön. Alles, was du brauchst, ist da. Ist auch so. Wir kümmern uns auch um den Tourismus mehr als die anderen Nordafrikaner. Also nordafrikanische Länder. Ja. Also wird auch. Denke ich. Ja. Können wir nicht. Habe ich auch von den anderen selber gehört. Okay. Das ist kein Angriff, ne? Ja, ja, deswegen. Nein, nein, niemals. Ist kein Angriff. Nein, nein, wir sind alle gleich. So, deswegen finde ich auch, ich freue mich einfach mehr, wenn ich nach Marokko fliege. Ja. Oder fahre, als wenn ich in ein anderes Land fahre. Weil, ich weiß nicht, einfach. Das ist dein Land. Auch dieses, es ist kein Highclass, du bist nicht in New York, du bist nicht in L.A. oder so. Aber es ist einfach so dieses mit Labaya in Dirba kaputte Steine, Tüten liegen da und du gehst da rum und du fühlst dich einfach... Das du fühlst dich heimisch, wie ich schon gesagt habe, wenn... Depression, wenn du, alle weg. Du vergisst alles. Du vergisst wirklich alles und wie... Du lachst nur, du hast Spaß. Das stimmt vollkommen. Mit wenig, viel. Diese Metzger, Lhemhol, jeden Tag holst du frisch. Ja, jeden Tag frisch. Brot, jeden Tag, Ruh, Dings hier. Ist einfach schön. Du kannst dir auch einfach vorstellen, dass du... Wie du willst. Willst du lebendig? Kauf lebendig. Willst du tot? Kauf tot. Willst du schlachten vor Tür? Schlachte vor Tür. Oh, das ist, Max. So, da gibt es wirklich keine Unterschiede. In Deutschland, so siehst du doch Leid, Bruder, du musst auf schnell in eine Ecke, ganz schnell, ja, so. Frei einfach. Ja. Es ist leider wirklich so der Fall. Wow, du bist einfach frei. Das finde ich so schön daran. Freiheit. Ja, du hast halt, du kommst, mein Vater, Miskin, der ist auch gerade in Marokko, der sagt mir immer, wenn die hier Briefe kriegen, die erzählen das ganze Familie, die freuen sich. Ja? Nein, ich hole mich lebraut. Die kriegen keine Briefe, Bruder, deswegen sind die doch so am Chillen. Deswegen hat er doch Zeit, Bruder, der hat keine Kopfschmerzen. Da muss ich nicht denken, das, dies. Das mag. Ja, Ullah. Was ist deine Lieblingsstadt, wo du jetzt warst? Meine Lieblingsstadt, wo ich war Marrakesch. Marrakesch? Ehrlich, echt jetzt? Ich finde das kein schön. Strand, ne? Brauchst du nicht. Wenn du Marrakesch bist, Bruder. Echt jetzt? Hast du auch, hast du Beachclubs, hast du. Kein Beachclub, ha? Ja, Bruder, mein schlechtes ist der, der schlecht denkt, mein Freund. Merkt ihr das? Was macht man denn im Beachclub? Ich glaube nicht, dass du da beten gehst. Ja, Bruder, legst dich hin, du sonst nicht, du hast das Wasser, du kannst schwimmen. Beachclub. Weil du halt keinen Strand hast. Mhm. So, und deswegen sage ich dir, für Leute aus Marrakesch ist es wirklich eine sehr gute Alternative, ein Beachclub, wo du einen künstlichen Strand hast. Wallah, also unnormal. Was war das leckerste Essen in Marrakesch? Das leckerste Essen in Marrakesch ist eine Tangia, Bruder. Vertragst du mich? Weggeballert, gut weggeballert. Eine Tangia, Bruder, ist Marrakesch. Okay, was und wo, ne? Ja. War das leckerste, was du gegessen hast in Marokko? Ja, war Marrakesch. Echt jetzt? Die Tangia, weißt du, was eine Tangia ist? Ja, aber das die Tangia ist nicht so, die Tangia ist Hochform. Mhm. So, und dann machen die ja zu und dann lassen die das garen für den ganzen Tag gefühlt. Also, und das schmeckt wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Das habe ich noch nie gegessen. Ja. Also, eine Tangia, Freunde aus Marrakesch. Sag dir mal bitte Bescheid schnell. Und was war das Beschissenste? In Marokko? Mhm. Boah, Ras oder so mag ich gar nicht. Bah. Sowas mag ich gar nicht. Meine Oma saugt noch mal gern, ne? Ja, sag ich so. Die haut auf Tisch. Magst du Bubusch? Nein, Bruder. Magst du Schnecken? Wo ich noch jünger war, hab ich gegessen. Bah, aber ich so Gott, mit. So, wo ich älter geworden bin, auf keinen Fall. Das Schlimme daran ist, deine Oma sagt dir in Marokko: cool, is. Du sagst dir, wie cool. Die sagt, ist gut für Augen. Ich kenne den Trick Brille. Probe gut für Augen. Dein ganzes Leben hast du es gegessen. Was hat dir das gebracht? Hat dir nichts gebracht. Das ist doch nur Blöd. Ey, ich kann das nicht essen. Wenn ich sehe, meine Mutter und so, die machen mit einer. Ja. Kellogg's, ne? Die haben Technik. Kellogg's. Wallah, die haben Technik. Oh, ey, das ist kein Spaß, ne? Das also, alle, die wo ich essen, wallah, mach das weiterhin, lass mich nur weg davon, wallah.
Also das ist wirklich nicht so. Boah, weißt du, was auch nicht schmeckt? Wie nennen sich das? Diese kleinen Nüsse oder was ist das? Mm. Boah, das ist auch so komisch. Ich kann dir das gar nicht erklären. Auf jeden Fall, es wird auch immer draußen verkauft. Das machen die mit Salz und so. Das riecht wie Käsefüße. Wallah. Ich bin mich fern von sowas, ey. Ja, ich mag das generell nicht. Das bei uns war immer, meine Mutter hat Bobo nach Deutschland genommen, ne? Ja. Größter Fehler der Welt, ne? Die nimmt die nach Deutschland mit. Die macht die so fertig, also in einen Topf. Ja, ne? Ja. Die hat aber auf den Dings nichts gelegt. Well, eine Stunde später, bei Allah, wir hatten einen Garten bei uns in der Küche. Überall waren Schnecken, ne? Ja, das einfach Gary come home, ne? Allah, zwei Tage haben wir alle erst gefunden, ne? Und du weißt ja nicht, wie viele da drin waren. Ja, ja. Und das Schlimme ist ja, wenn du die ja kaufst, dann sind die ja Saimin, sagt man. Also die sind am Fasten. So, wenn du die dann einlegst mit Salz und so, dann werden die wach. So wie ich das mitkriegt habe. Ich bin keine Schirmischer, Freunde. Ich küsse eure Herzen. Wohl am Ende ist das irgendwelche. Niemals. Ich könnte keine Dings essen. Niemals, niemals. Weißt du, was es auch gibt? Habujda und Birkan kennen das. Mhm. Das könnte ich auch niemals essen. Baudin. Mhm. Baudin ist so Gedärme, Bruder, die gefüllt sind. Mhm. Bruder, da war alles. Was redest du hier gerade? Ja, ich erkläre dir. Bruder, das ist so, wenn du das siehst. Ich habe einmal reingeguckt. Ich habe einfach meine Fahrradkette gefunden von 4. Klasse, ne? Ekelhaft, Wallah. Nee. Wenn du da vorbeiläufst, du kriegst diese Reha in deine Nase, ne? Du willst fasten. Ich finde auch unsere Generation ist nicht mehr so geprägt von Zungenessen. Gar nicht marokkanisch. Du weißt, wie mein Vater Augen liebt? Der schätzt die Augen, ne? Ja, der sagt, das ist gut für Augen. Der nimmt die aus. Du hörst. Chips, ne? Boah, das ist gar nicht korrekt, Wallah. Ich mag das wirklich überhaupt nicht. Meine Mutter liebt Zunge, ne? Ich sag, ah, darum redest du so viel. Desto mehr Zunge, desto mehr reden, ne? Eins, ich mag auch so generell, also an mir kann man auch sagen, ich esse Kiftar. Ja. Ne? Mirgas und so, aber Fleisch an sich, Kuh, Schaf, esse ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch wenn man uns das nicht ansieht. Wallah, ich mag Dschaj aber. Oh, Dschaj ist auseinander. Darf Ulla, von Hähnchenbrust bis Flügel. Ja, wenn du mit mir Dschaj isst, halt schwer von mir. Kann sein, wenn du eine Stelle berührst, die ich gerne mag, nimm ich deinen Finger. Und Lachmuele, die Freunde, bitte, lass uns alle einig sein. Jeder hat doch seine Area. Warum kommt mein Onkel von links, kommt in meine Soße rein? Wenn du keine Soße hast, Pechtag heute. Das Anzeige, jeder, ne? Jeder, ja. Wallah, du kannst anzeigen, ne? Ich glaube schon. In Marokko geht das, glaube ich. Du musst so anzeigen. Das jeder hat doch seine Area. Hausfriedensbruch, ganz klare Sache. Das ist wirklich. Wie Darm. Du isst Darm, der kommt von dir Butter holen. Weg. Weg mit deinem kleinen Finger. Das geht nicht. Du musst direkt eigentlich, der kommt mit Löffel, musst du in seinen Finger reingehen, ne? Ja, Wallah. Ich mein, Autsch, dann hat der rote Soße bei sich. Drei Mal so. Boah, das geht immer, mag ich gar nicht, ey. Einmal habe ich einen Fehler gemacht. Ja. Seitdem habe ich gelernt. Mein Vater hat mir so gegen meinen Mund gehauen. Pack. Ja, damit du auch lernst. Mach ich nie wieder andere Bereiche. Dort seine Ecke. Die geht ungefähr so. Ne? Deine Area, genau. So, in die, wie Kuchen. Dreieck. Einmal Dreieck. So. Wenn du nichts mehr auf deinem Platz hast, lass es Pech, sein. Geh weg. Außer, oder warte, bis außer die Fertig der Rest steht auf, geht. Ja, und dann kannst du Teller drehen einmal, wie dieses Spiel. Kannst der Rest vor links nochmal einmal. Nein, aber sonst weg. Egal was, ja, weg. Egal bei was. Pech mag das auch nicht. Ist es zu schnell, ist es zu viel? Selber schuld. Wallahi, das sage ich am meisten. Nee, der hab ich do, ich hab ein bisschen no. Boah, ich wollte schon mal sagen, dass das ganz schlecht ist. Nein. Nein, alles gut, Bruder, alles gut. Ich hatte so ganz schlimm im Kopf, Wallah. Wie stehen deine wie stehen deine Cousins zu dir in Marokko? Ich habe keine Cousins in Marokko. Gar nicht? Ich habe, glaube ich, zwei Cousins oder so. Einer hat mich mal beklaut, der andere will gar nicht wissen, wie es mir geht. So, Bruder. Ab Juni, Juli mögen sie dich. Die suchen dein Instagram, dein WhatsApp. Vorher haben die noch gesehen. Mein Kollege hat mir noch nie geschrieben, als ich mit YouTube angefangen habe, kommentiert auf meinen YouTube-Videos. Salam, Mohammed Kifik. Ja, auf einmal, die schreiben überall, ne? Einfach auf YouTube, ich kann mich klar, ne? Facebook, Instagram, schreib mir auf YouTube-Kommentare. Salam, Mohammed, Awult Khalti. Ja. Geht ganz schön viel von mir mit Khalti. Auf einmal wurde Awult Khalti. Meine Tante in Marokko hat keinen Zahn, ne? Ja. Die sagt zu mir, Mohammed, kannst du mir ein Handy besorgen mit Touch? Ich sagte, lass mich dir erstmal einen Zahn holen, bevor ich mich um mein Handy kümmere. Das ist abscheulich. Ja, aber das ist, Bruder, in Marokko ist das wirklich nicht wert, ne? Die haben, wie gesagt, ganz andere Sachen wie wir, ne? Wir haben zum Beispiel, unsere Optik ist uns voll wichtig. Mhm. In Marokko, das juckt ihn nicht. In Marokko, Hauptsache, der lebt. Richtig. Hauptsache, der hat seine Marquez, der hat sein Qahwa, der ist am Sitzen, der kann beobachten, der guckt Fußball mit den Leuten. Ja, die aber wenn seine auch. Zähne kaputt sind, es interessiert den nicht. Aber warum? Dem geht's auch gut. Ja, der fühlt sich auch gut. Sag dir ehrlich, bei uns ist so, wir verdienen 2.000, 5.000, 3.000 Euro so ungefähr. Wir fragen uns, wir wollen mehr.
Mehr. Wie kommen wir an mehr? Warum? Mhm. Weil da, desto mehr du verdienst, desto mehr steigt dein Lifestyle. Dein Magen wird größer. Ja. Bei denen, egal wie viel du denen im Monat gibst, haben wir Fluss. Guck mal, der Unterschied ist auch, tu mir einen Gefallen, deswegen sage ich dir gerade, das ist der Unterschied bei uns Deutsch-Marokkanern. Ein Deutscher, wenn du auf der Straße läufst und du gehst zu irgendeinem, das hat man bei mehreren YouTubern gesehen, du gehst und willst ihm einfach Geld geben. Der sagt, spinnst du? Warum soll ich dein Geld annehmen? Ja, bist du verrückt oder was? Was machst du da? Das ist doch bestimmt nicht legal, was du hier machst. Wallah. In Marokko, Arzt, der hat gerade operiert, Skalpell hat er noch an seinen Finger ein bisschen. Der kommt raus, du gibst ihm 20 Dirham, Wallahele, der nimmt die Summe mit ganz Kraft weg von dir. Und der geht weg von dir, der guckt noch schief an. Der sagt, warum nur 20? Der sagt dir danke und guckt schief. Wallahele, ist einfach so. Das Schlimmste, was es gibt. Deswegen kann ich wirklich nur aus Erfahrung sagen, die Marokkaner, die schämen sich null, Wallah. Also in Marokko, jeder will mehr. Aber das ist so, das ist aber auch das Schöne. Also das Hässliche macht Marokko oft schön. Ja. Wir kennen es einfach nicht anders, deswegen ist es schön für uns. Ich finde auch das Schönste, was Marokko bei uns ausmacht, ist die Home einfach. An deinem Platz, wo du wohnst. Dirb so, die Straße, genau. Nachts diese mit zwei alten Plastikflaschen links, rechts, Tor. Dann Fußball spielen, das alles, dann, was du machst, ist schön. Nachts bist du am Sitzen, ein Kahwa, ein Altai. Ja, dann hörst du nur noch Beidamunamur. Max, einer fängt einfach aus der Hölle, der wiegt 6 Kilo. Der hat gerade, der kann gerade erst reden, der trommelt wie ein Champion, ne? Ja. Und dann machen die da Remix. Die sind wirklich talentiert. Das ist krass. Die haben auch Sina, also die haben Talent für Sachen. Es gibt Leute, die können so Sachen, die in Deutschland gar nicht. Der eine repariert Fernsehen mit Hand. Wie hast du das gemacht? Ohne Werkzeug. Ja, so die haben eine Sina. Ich sag immer, wenn die nach Deutschland kommen würden, die würden so viel erreichen in Deutschland, ne? Wo wir währenddessen nur so im Büro sind, nur ein paar Mausklicks. Die sind da ein Jara. Ja. Wie nennt zum Beispiel, man die? Wie nennt man die nochmal? Najjar ist ein Schreiner, genau. Hier ist der Support gewesen. Lady, der hat die Vision. Der macht so hinter Kamera. Schreiner? Jungs, bitte. Nein, hat er recht. Aber die sind krasser. Hier, die Schreiner haben alles. Die haben einen ganz kleinen Garage, so groß wie wir sitzen, und die machen da maximale Sachen, ne? Weißt du, was ich am krassesten finde in Marokko? Tische mit Muster und so, mit einem kleinen Dings nur, keine Maschine. Ohne Maschine. Mit einem kleinen Katz. Guck mal. Ohne Maschine. Guck mal, du musst dir vorstellen, in Marokko ist auch das Krasse, was die unnormal gut können. Das ist ein Ton. Hast du gesehen, wie die mit Ton arbeiten? Bro, der macht so mit seinen Haaren, ich weiß gar nicht, wie der macht. Wallah, ich krieg Angst. This is God magic. This is God magic. Nein, Wallah, ist wirklich so. Und natürlich, was in Marokko halt krass ist, da ist so ein großes Teil, darunter ist so eine Platte, wo das hinlegt, und dann eben Edor, Bruder. Und dann macht er die Zit Ergen. Edor. Nein, Ola, der macht die Ergen. Bruder, du isst ein Ergen am frühen Morgen. Du kannst nicht jünger werden. Yes. Du kannst nicht jünger werden. Manchmal siehst du in Marokko Leute, die sind 50 Jahre alt, die sehen jünger aus als wir, ne? Ja, viele noch fit, ey. Ich muss mal sagen. Ja? Ja, aber weil die nicht so faul sind. Ja, ist auch so. Bei uns ist dieses. Die dürfen nicht faul sein auch. Aber weißt du auch warum? Wie viele von denen haben gearbeitet? Ja. Also, verstehst du, nicht so viele wie in Deutschland. Deutschland ist dafür bewegen bekannt. Die sich auch mehr. Zum Beispiel, wir sind faul. Ich schwöre auf meine Mutter, ich gehe von mir nach Hause, wenn ich jetzt was zu essen hole, sind zum Beispiel zu Fuß, wenn das 4 Minuten, 5 Minuten. Trotzdem mit dem Auto. Ganz klar. Aber weißt du auch warum? Weil du arbeitest 8 Stunden am Tag. Ja, okay. So, verstehst du, die bewegen sich mehr. Die gehen von zu Hause bis Stadt. 8 Kilometer, ja. Egal, die gehen. Ja, aber Bruder, der hat nichts davon gemacht. Der war im Liegen, ne, der hat seinen Attack getrunken, läuft und denkt sich, ja, weißt du was, ich gucke mir heute alles an. Aber warum die auch länger leben, denke ich? Ja. Kein Stress. Weniger Stress. Also nicht den Stress, den wir haben. Wir haben diesen Existenzstress. Ja, natürlich. Du musst so überleben. Dieses, wir denken an mehr Sachen. Ja. So, hier in Deutschland. Die denken nur einfach nur, mein Strom läuft, ja. Mein Wasser läuft, wir essen und wir trinken. Ist auch so. Juckt die gar nicht. Safi. Ist auch so. Wallah. Verstehst du? Naja, oh, Familie hier, dies, der braucht was, der, mein Sohn. Kannst der, du mir hier helfen? Kannst hier, du mir der braucht dir Urlaub, die will Urlaub machen. Guck mal, warum wir auch viel mehr Stress haben, ist, wie in Deutschland, guck mal, die in Marokko, die denken sich nur, wir brauchen. Wie in Deutschland, wir müssen für uns leben und für die drüben. Ja, verstehst du? Wir müssen für uns überleben und den Leuten in Marokko helfen. Mhm. Unsere Familien, unsere Nachbarn, unsere Firma. Ja, du kriegst mit, der eine ist gestorben, die haben nicht gewusst, wie die das hinkriegen mit Spenden. Dann musst du helfen, dann musst du hier. Bruder, wir haben viel zu viele Sachen im Kopf als Deutsch-Marokkaner. Wir kümmern uns einfach zu viel. Wir sind wie im Fußball der Iniesta oder der Toni Kroos oder so. Ja, ist auch wir so. Müssen für alles ein Auge haben. Wenn du jetzt sagen müsstest, welche Musikrichtung ist für dich die schönste in Marokko? Was feierst du am meisten? Ich feier maximal Rai, ne?
Also generell auch diese Richtung. Ja. Feier ich dieses viel, und danach wiederholt er so zwei, drei Sachen. Aber zurzeit läuft bei mir viel auch distinkt, maximal viel. Ja. Ich finde auch sein, der hat ja auch ein Lied gemacht auf Reihe angelehnt. Wow. Stimmt, ne? Distinkt, warum denn auch, glaube ich, die meisten in Marokko feiern? Weil der hat wirklich den Zeitgeist getroffen, der trifft jede Richtung. Mhm. Wenn du dir sein Album anhörst, du kannst mit fünf Leuten im Marokkaner sitzen an einem Tisch und alle fünf hören verschiedene Musik und jeder wird da drin was haben. Ja. Jeder wird da drin was haben. Distinct ist für mich ein starker Künstler. Distinct wirst du sehen, in ein paar Jahren werden dir den Stufen, auch wenn er sehr hoch ist, wie ein Cheb Khaled oder so, wirst du sehen. So, jetzt sehen wir das noch nicht so, weil ne, aber auch schlau. Aktuell ist halt einfach kein Künstler, das was der gemacht hat. Ja. Aus jedem Land ein Feature genommen. Ja, ist auch so. Darfst nicht vergessen. Ist auch schlau. Franzose, das Management Algeria, ist sehr schlau. Albaner, Schwede. Alles, alles ist da drin. Der hat überall was mitgenommen. Der ist schlau. Max. Verbindet, ne? Schön, Internationalität schön verbindet. Einfache Texte, ja. Ihre Kopf wackeln, ihre Frau gut gehalten, dass er im Ohr bleibt. Ja. Auch auf wie Rai. Ist quasi so. Mäßig. Ja. Einfach dumme Texte. Weißt du, was ich meine? Ja. Marokkanische Lieder, wenn du überlegst, immer ein Mann läuft eine Freundin hinterher. Das stimmt. Also 80% Rai. Rai ist so. Rai ist immer so. Shabi ist zum Beispiel anders. Ne, Shabi ist so dieses Air of. Irgendwas mit Walida oder Muschkel oder der hat mich verarscht, mich angelogen. Ja, ich habe ein bisschen mit Depression. Ja, immer irgendwie ist immer noch was dabei. Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Was ist denn dein Lieblingssong so? Mein Lieblingssong? Marokkanisch? Alt. Boah. Baburia Mon Amour ist so eine Sache. Ne, aber mit Warren Marseille. Boah. Echt gut. Von Cheb Khaled. Unnormal. Ich finde, aber ich verbinde auch mit dem Song was. Ja. Also für meinen Vater auch. Telebothek, ne? Ja. Von Mohamed Berkane. Ja. Das war auch meine Lieblingskassette damals auf dem Weg nach Marokko beispielsweise oder in Marokko auch. Ja. Mein Vater war eh Mohamed Berkane Fan. Deswegen ist das mein Lieblingssong. Hör ich immer noch im Auto heutzutage, heute noch. Und gebe meinen Kopf nur ab. Egal mit wem war. Ja, so, das würde ich halt das in dem Thema generell sagen. Ja, ist auch wirklich so der Fall gewesen. Also Marokko hast du. So viele Unterschiede, du kannst ja so viel drüber reden. Du hast gesehen, die zweite Folge haben wir darüber so viel reden können. Ja, und heute haben auch wieder 40er. Locker haben wir die reingekriegt. Deswegen sage ich dir also, Freunde, wenn ihr noch mehr von Marokko hören wollt, wie wir das so sehen, schreibt auf jeden Fall weiter in die Kommentare. Und Freunde, tut mir wirklich einen Gefallen. Ich sehe immer, ihr liked. Die Aufrufe sind nicht schlecht, aber kommentiert mehr. Der Algorithmus muss auf jeden Fall mehr steigen. Den Kanal mehr in den Algorithmus reinbringen. Genau, und folgen auf TikTok, auf überall Bloody Vision wird die Macht, ihr werdet sehen. ARD ist ein Witz gegen Bloody Vision. Bald zahlt ihr für Bloody Vision GEZ. Ja, GEZ-Steuer für Bloody Vision. Freunde, ich glaube, das war's für die Runde. Ich würde sagen, Assalamu alaikum. Ich würde alaikum salam sagen. Aber können wir ja nicht sagen, deswegen sagen wir beide Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Und wa alaikum salam. Freunde, ich wünsche euch alles Gute. An alle, ich küsse eure Herzen. Bleibt gesund, inshallah. Bleibt gesund und auf weitere sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Wenn ihr noch Bock habt auf manche interessante Themen, die außerhalb auch von Marokko Urlaub sich betreffen, wie zum Beispiel Kultur oder. Das stimmt. Oder wichtig, verschiedene nicht, Dialoge. Ja, wichtig, ja, auch cooles Thema. Ja. Schreibt es in die Kommentare oder direkt an Bloody Vision auf Instagram, was natürlich auch bestimmt in der Bio markiert ist. Natürlich. Abchecken, schreiben, schämt euch nicht. Wenn ihr euch schämt, macht Fake-Account. Wir können über alles reden. Das von stimmt. Hochzeit bis Ehebruch. Yalla. Assalamu alaikum. Mein Name ist Islam. Mein Name ist Big Mo. Andersrum. Mein Name ist Big Mo. Mein Name ist Islam. Mein Name ist Big Mo. Passt auf euch auf. Einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund.